aber Stiel denkt jeder normalerweise zuerst an Kettensägen. Das ist das Produkt, mit dem wir auch angefangen haben und bekannt geworden sind. Und irgendwann hat sich aus der Kettensäge dann ein sehr, sehr breites Produktspektrum entwickelt. Heute sind wir im gesamten Garten- und Landschaftsbau mit einer breiten Produktpalette aufgestellt. Das beginnt mit Heckenscheren, die im Profigeschäft ihresgleichen suchen. Geht über den Trennschleifer, Freischneider, die im Prinzip große Rasentrimmer sind. Alles, was der Profi im Bereich Landschafts- und Gartenbau benötigt, haben wir bei uns in der Produktpalette. Ja, also die Ingenieure sind prädestiniert in der Entwicklung, in der Produktion. Ganz klassischerweise natürlich auch die Wirtschaftsingenieure, weil die ja in diese Schnittstellenfunktionen immer sehr gut reinpassen. Klar brauchen wir auch die klassischen BWLer in Funktionen wie eben in der Werbung oder im Finanzwesen, Controlling, auch im Personalwesen. Also im Prinzip ist die Bandbreite der akademischen Berufe komplett abbildbar. Der Recruiting-Prozess bei uns startet in der Regel mit einer Online-Bewerbung. Allerdings ist es bei uns so, dass die Bewerbung nicht in einem Pool landet, wo sie dann abgefragt werden muss, sondern in der Regel wird die Bewerbung direkt der richtigen Stelle zugeordnet. Im Gegensatz zu anderen großen Firmen haben wir hier keine Assessment Center geführt, wir haben persönliche Gespräche geführt. Die Persönlichkeit des einzelnen Bewerbers wurde sehr stark in den Vordergrund gesetzt. Man hat mit lockeren Gesprächen angefangen, hat das Ganze dann über Gruppengespräche ein wenig intensiviert, sodass man danach aus dem Gespräch rausgegangen ist und gesagt hat, es war eigentlich angenehm, also ob ich mit Freunden oder Bekannten mich über etwas unterhalten habe, wo sowieso mein Interesse drin liegt. Wir legen großen Wert drauf, den Bewerber da abzuholen, also den, der dann einsteigt, sich da abzuholen, wo er gerade steht. Mit einem ganz systematischen Einarbeitungsprogramm, das sowohl die Stelle betrifft, also wirklich einfach das, was ich brauche, um schnell meinen Job gut machen zu können, und zum anderen aber auch, was das Kennenlernen des Unternehmens betrifft. Also welche Abteilung macht was, wer sind meine Ansprechpartner, wo ist Stiel überall auf der Welt und warum. Einfach so auch diese Unternehmenskultur ein Stück weit kennenzulernen. Der Einstieg bei Stiel läuft in der Projektarbeit durch Sprung ins kalte Wasser, ganz klar. Die Eingewöhnung ist schnell und wird gut unterstützt. Und man hat aber unmittelbar im kalten Wasser die Chance auch, sich frei zu schwimmen und selbstständig zu arbeiten. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, relativ schnell mit eigener Initiative sich seinen Job so gestalten, wie man es gern machen würde. Natürlich hat man hier gewisse Reglementarien, aber wenn man motiviert ist und Lust hat, etwas aus einer bestimmten Stelle zu machen, dann werden hier einem relativ wenig oder bis gar keine Steine in den Weg gelegt. Jeder kann durch eigene Motivation, durch seinen eigenen Antrieb sich seine Position und auch die spätere Weiterentwicklung selbst bestimmen. Dafür gibt es ein sehr umfangreiches Weiterbildungswesen und auch eine sehr strukturierte Personalentwicklung. Ich würde sagen, das ist auf Niveau eines großen Konzerns.